Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JB Cars TV. Wie ihr seht, sitze ich momentan in meinem Auto, in meinem Alpha 147. Und heute wollte ich einfach ein kurzes Video machen, um euch zu sagen, welche 5 Dinge ich an diesem Auto besonders gerne mag. Wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr ja sehr gerne jetzt schon mal liken und abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Dann legen wir mal mit dem eigentlichen Video los. Das erste, was ich an meinem Auto sehr gerne mag, ist das Aussehen. Vor allem im Vergleich zu seinen Konkurrenten von VW, Renault, Seat. Ein Alfa Romeo hat einfach ein ganz anderes Aussehen. Das ist viel geschwungener designt worden. Mit Liebe dahinter. Von Leuten, die wirklich was von ihrem Handwerk verstehen. Und nicht irgendwo an einem Computer in 3D-Modell oder irgendwie so gemacht. Wird bei Alfa immer noch zuerst eine Handzeichnung mit Bleistift auf Papier gemacht. Danach ein Modell, danach wird es wirklich gebaut. Und diese Ansicht sorgt für so ein schönes Design. Das zweite, was ich an dem Auto sehr gerne mag, ist der Motor an sich. Das Ansprechverhalten, die Leistung und vor allem der Sound. Dafür, dass es nur ein einfacher kleiner 1,6 Liter Motor ist, hat er doch relativ gut Leistung. 120 PS. Ich meine, das reicht für GPS 200 km/h. Und es ist sowieso schneller wie die meisten anderen Straßenautos da draußen. Der Sound von diesem kleinen 1,6 Liter Motor ist auch ziemlich gut. Das Auto dreht bis ungefähr 7000 Umdrehungen pro Minute und hat dabei einen richtig, ich würde sagen, kernigen Sound. Etwas, was die wenigsten Vierzylinder-Motörchen in dieser Klasse hätten. Das dritte, was mir sehr, sehr gut gefällt an dem Auto, ist die Fahrlage. Das Fahrwerk ist klasse. Es ist sowohl sehr sportlich und steif, sodass man durch die Kurven mit viel Geschwindigkeit durchkommt, ohne dass das ganze Auto von Seite zu Seite schnellt. Allerdings ist es auch weich genug, sodass man nicht bei jedem Schlagloch sofort den Arzt rufen muss. Zusätzlich ist das Ansprechverhalten des Lenkrads so direkt, man könnte meinen, man fährt ein Go-Kart. Es gibt eigentlich eine direkte Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern. Man spürt alles, was auf der Straße passiert, direkt hier drin. Und natürlich im Popometer, aber das ist bei fast jedem Auto so. Was mir ansonsten an dem Auto gut gefällt, er ist günstig. Sowohl in der Anschaffung als auch im Unterhalt ist dieses Auto, obwohl man es nicht denken würde, deutlich günstiger wie die Konkurrenten von, sagen wir mal zum Beispiel, VW. Ein vergleichbarer Golf heutzutage kostet bis zu 7000 Euro, wenn er ungefähr die Ausstattung und den Motor hat, wie der hier. Ich habe allerdings nur ungefähr die Hälfte dafür bezahlt und im Unterhalt gar nichts, so ziemlich. Dadurch, dass so wenige Jugendliche dieses Auto fahren, ist er in der Versicherung so verdammt günstig. Gut für mich, gut für alle, die dieses Auto haben, schlecht für die Golffahrer. Und das fünfte, was mir an diesem Auto so gefällt, es hat Charakter im Gegensatz zu den Konkurrenten. Das ist auch ein bisschen, hat auch ein bisschen mit dem Design zu tun. Denn es ist wirklich mit Liebe gemacht worden. Liebe zum Automobil, zum Design, zur Technik. Alles wurde von Italienern gemacht. Und Italiener sind ja sowieso sehr gefühlsvoll. Und man spürt es wirklich in diesem Auto. Es ist nicht umsonst, dass ich dem Auto sogar einen Namen gegeben habe. Naja. Das war's schon mit dem Video. Ging schnell vorbei, ne? Wenn euch das so gefallen hat, auch von der Länge her, dann sagt es mir. Nur ansonsten, driftet eure Hand über den Abonnentenknopf, macht einen Burnout auf den Like-Button und ich sehe euch in den nächsten Videos. Ciao!